Jeder ist sich selbst der Nächste. So denken viele Menschen automatisch, wenn es darum geht, sich selbst zu schützen. Es liegt wohl in unserer Natur, sich zuerst um das eigene Wohl zu kümmern. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wohl bekannteste Gebot Jesu steht in drastischem Widerspruch zu einem selbstbezogenen und egoistischen Denken. Aber das Wort Nächstenliebe wird oftmals falsch verstanden. Es geht nicht darum, sich heldenhaft aufzuopfern, sondern es geht ganz einfach um eine Grundhaltung im Alltagsleben. Jesus zeigt in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, was dieser Begriff bedeutet. Ein Schwerverletzter liegt am Wegesrand und mehrere Menschen gehen an ihm vorbei. Erst ein Samariter leistet erste Hilfe und sorgt anschließend sogar noch für ihn. Dabei ist er kein Freund des Verletzten, er ist sogar ein komplett Fremder. Warum handelt er so? Er ist kein Gaffer, der das Leid zwar sieht, aber anschließend regungslos bleibt. Der Samariter sieht in dem verletzten fremden Menschen etwas Wertvolles. Es geht daher im Kern nicht um die Frage, wer mein Nächster ist, sondern vielmehr um die Frage, in welchem Maße ich den anderen in seiner Bedürftigkeit an mich heranlasse. Der Helfende wird in Wahrheit dem Bedürftigen zum Nächsten. So wird man zu einem Menschen, der handelt und nicht nur zusieht, wenn andere leiden. Es ist keine Heldentat, einem anderen Menschen zu helfen, sondern vielmehr eine alltägliche Grundhaltung, zu der jeder von uns fähig ist, in einem anderen Menschen etwas Wertvolles und Schützenswertes zu sehen.